So, we are live again. Wir sind zurück, das fünfte Marriage Chat. Genau, herzlich willkommen bei uns im Marriage Chat. Hey, willkommen. Heute streamen wir von uns zu Hause. Genau. Also etwas Spezielles. Genau, erstes Mal live von unserer Stufe. Hoffentlich, dass die Internetverbindung wird gut sein. Ja, genau. Ja, und wir freuen uns. Also unser letzter Marriage Chat, heute haben wir ein spannendes Thema. Wir haben ein super Ehepaar eingeladen. Und wir freuen uns einfach, dieses Thema am Schluss zu nehmen, weil wir haben so viele Themen, haben wir jetzt angesprochen, und ich weiß, auch ganz viele Themen haben wir noch nicht angesprochen. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal allen sagen, Danke sagen, die uns geschrieben haben, ob bei YouTube-Kommentar oder ein E-Mail oder SMS, WhatsApp. Mhm. Wir schätzen das mega. Die Themenwünsche, die haben wir uns aufgenommen, und vielleicht machen wir das später wieder mal. Ja, mal schauen. Die Marriage Chats, diese Möglichkeit, die haben wir jetzt immer mit diesem Livestream. Genau. Aber vorerst wird das unser letzter sein für eine Weile. Genau, und für die, wo heute zum ersten Mal bei uns sind, herzlich willkommen. Wir sind Dan und Marianne Jusch. Wir leiten das Ehe- und Family-Bereich im ICF Zürich. Wir sind seit 11 Jahren verheiratet. Wir haben 3 Kinder im Alter von 8, 7 und 3. Richtig. Genau. Und wir lieben Ehe. Genau. Wir lieben es, selber an unserer Ehe zu arbeiten. Ja. Und wir lieben es, andere Ehepaare zu unterstützen. Mhm. Weil ich glaube, dass wenn eine Ehe stark ist, kann eine Familie stark sein. Mhm. Und wenn eine Familie gesund und stark ist, dann prägt das eine Generation, das prägt eine Gesellschaft, das prägt die Welt. Mhm. Und ich glaube, das ist so entscheidend. Mhm. Und es fängt an in der Ehe. Genau. Und es hat dann einen Einfluss auf die Familie, auf die Kinder. Mhm. Und dann geht es weiter eben. Und darum merke ich, hey, in die Ehe zu investieren, ist etwas vom Lohnenswertesten. Und es ist einfach etwas Wichtiges. Eine Ehe hat man nicht, eine Ehe baut man. Amen. Batman. Amen. Was ist unser Spruch? Marriage works when you work on marriage. Also dann, alle Leute, die schon mehrmals dabei waren, ihr kennt es, diesen Spruch. Ja, genau. Und es stimmt einfach. Es ist so wichtig. Also wir haben keine perfekte Ehe, überhaupt nicht. Aber wir haben gemerkt, wir müssen an unserer Ehe arbeiten. Und darum sprechen wir so gern über die Ehe. Weil das ist einfach wichtig, dass wir reden darüber, dass wir machen den Prozess zusammen mit, dass wir schaffen an der Ehe. Und nur schon diese Marriage Chat hat uns persönlich wieder näher gebracht. Darum lieben wir es, mit dir zusammen zu machen. Ja. Doch, man spricht über Themen wieder, man macht etwas anders zusammen. Also ich merke, das war immer auch spannend und gut. Genau. Hey. Und heute möchten wir über Gottes Kraft in der Ehe sprechen. Das ist so ein wichtiges Thema. Also Gott spielt eine wichtige Rolle in der Ehe. Und heute wollen wir mehr darüber erfahren, wie erleben wir Gott in der Ehe? Wie sieht das aus, Gott in der Ehe zwischen uns? Gott hat uns geschaffen, Gott hat auch die ganze Idee von der Ehe erfunden. Also das ist Gottes Idee, Ehe, Zusammenleben. Und heute haben wir ein Ehepaar eingeladen, wo wir uns mehr darüber erzählen, Gott in der Ehe. Es ist so, gell, wir... Als wir geheiratet haben, wir wollten von Anfang an unsere Ehe auf das Fundament von Gott setzen. Es war uns ein Anliegen. Und es war beiden von uns ein Anliegen, einen Partner zu finden, wo Jesus an erster Stelle steht. Und trotzdem ist die Gottesbeziehung als Ehepaar zu leben, war nicht immer so konfliktfrei. Mhm. Ja, das stimmt. Aber ich muss etwas sagen, wir wären nicht, wo wir heute sind, ohne die Kraft Gottes in unserer Ehe. Und nicht nur in unserer Ehe, einfach die Kraft Gottes, weil die lebt ja in mir alleine und nicht alleine, aber in mir, in ihr, zusammen, in anderen Leuten. Aber ohne die Kraft Gottes wären wir nicht, wo wir heute sind, als Ehepaar. Und wir haben das wirklich erlebt. Und auch wenn es ja, wie gesagt, auch Spannung gebracht hat, weil wir vielleicht unsere Beziehung mit Gott anders ausleben, merke ich, es war immer so ein wertvoller Aspekt. Wir haben die erlebt, die Kraft Gottes. Am meisten habe ich sie einfach erlebt, gerade wenn wir Schwierigkeiten hatten, vielleicht Schwierigkeiten miteinander sogar, Konflikte, wir haben darüber mal gesprochen,
dass ich weiß, wir beide gehen zu Jesus in unsere herausfordernde Zeit. Ja. Und weil ich das wusste, dass sie zu Jesus geht und ich gehe zu Jesus, er bringt die Leute zusammen. Und ich wusste, okay, vielleicht offenbart er mir etwas, vielleicht offenbart ihr etwas, vielleicht gibt er ihr Liebe, vielleicht mir Liebe, die ich brauche, aber er hat uns Kraft gegeben. Mhm. Und das ist schon mega, mega, mega krass. Und nicht nur individuelle Kraft, aber das gemeinsam. Also wenn wir über Gottes Kraft in der Ehe sprechen, dann wir sprechen über, wie können wir auch einander praktisch unterstützen. Voll. Das geistliche Ebene von Unterstützung in der Ehe. Ich denke, das ist etwas so Wunderschönes, was wir haben, wenn wir das Gottes Kraft in der Ehe zusammen erleben. Wir haben das oft erlebt, wenn zum Beispiel der eine Partner sich schwach fühlt, dann fragt man für Gebet. Und wir haben das wirklich erlebt, dass das füreinander beten, einander unterstützen, geistlich, das hilft uns, das bringt uns weiter. Das Total. Ist so ein wichtiger Bereich in der Ehe, wie andere Bereiche, dass das Geistliche und Gottes Kraft zusammen erleben. Und trotzdem merken wir immer auch, dass wir in diesem Bereich selber wachsen möchten. Mhm. Und wir haben uns überlegt, hey, sollen wir da einen Marriage Chat darüber halten? Und wir sagten, hey, wir möchten das auch für uns selber. Mhm. Aber wir möchten dann nicht alles selber erzählen, sondern wir möchten einen Interviewgast dazu holen, welcher da einfach mehr davon erzählen kann. Und ich freue mich darum sehr, Marion und Raul willkommen zu heißen. Ich hoffe, sie sind da im Studio, im Marriage Chat. Ihr könnt mal die Kamera anschalten. Marion und Raul Hottinger. So gut, hey. Ja, herzlich willkommen. Ich kann euch noch nicht sehen. Jetzt, wunderbar. Herzlich willkommen. Ganz schön. Wir haben ja euch, die schon länger zuschauen, einige Male schon vom E-Coaching im ICF erzählt. Genau, ja. Und die Marion und der Raul, sie leiten die E-Coach-Arbeit bei uns in der Kirche. Mhm. Und die machen einen wunderbaren Job. Mhm. Und die haben schon so viele Jahre Erfahrung von E-Coaching und Beratung. Und darum ist eigentlich eine Riesenvorrecht, euch zwei hier zu haben. Genau. Mega, mega cool. Hey, danke vielmals. Ja. Nehmt ihr euch Zeit. Ich bin uns ja. Hey. Wir waren selber Teil als Zuschauer. Jeden Moment haben wir uns angeschaut. Ja, und super. Profitiert. Ja. Hey, danke schön. Super. Hey, und ihr seid jetzt 10 Jahre verheiratet und 35, oder? Sagt kurz etwas zu euch. Genau, erzähl mal ein bisschen von euch. Sag mal kurz. Ja. Wir sind also 30 Jahre verheiratet jetzt mittlerweile. Wow. Und haben 4 Kinder, erwachsene Kinder, sind ausgezogen. Wir sind in eine kleinere Wohnung gezogen und wir hatten jetzt so einen großen Wechsel, eben mit Auszug und Neubeginn an einem neuen Ort. Fühlen uns aber jetzt sehr zu Hause dort. Und ja, das Neufinden mit den erwachsenen Kindern war schon auch eine Challenge. Ich bin froh, sind alle nacheinander ausgezogen und nicht gleichzeitig. Das war das glaube ich. Wir hatten sehr, also Gott ist uns zu unterschiedlichen Zeitpunkten gegeben. Also Marian ist in einem christlichen Umfeld aufgewachsen, sehr nah in einer Gemeinde, hat schon als Kind viel Impuls erhalten. Und ich bin in einer kirchenfernen Familie groß geworden. Also da war das kein Thema. Ich habe das als Jugendlicher habe ich mich zu Jesus bekannt. Das war eine gute Sache, bin ich heute noch dran. Come on. Ja, so schön. Come on. Und wie erlebt ihr jetzt ganz praktisch die Kraft Gottes in der Ehe? Was hat das ausgelöst? Wie ist eure Geschichte zu diesem Thema? Ja, also mich begeistert das. Wer möchte nicht die Kraft von Gott in seiner Ehe und in seinem Leben erleben, oder? Und also für mich persönlich, und ich denke, das werden viele teilen, wir leben in einem Umfeld, das ist so. Da wird so viel von uns gefordert. Also wir müssen viel wissen. Wir müssen dann das abrufen können. Wir müssen ständig unsere Fähigkeiten entwickeln.
und erfolgreich sein. Da gehören soziale Kompetenzen dazu, flexibel sein, aber und dann gleich wieder sehr präzise zu arbeiten. Das sind unglaubliche Anforderungen, mit denen wir immer wieder konfrontiert sind. Und ich merke da, wie wichtig es ist, für mich eine feste Grundlage zu haben. Unabhängig von den Umständen und unabhängig davon, ob ich diese hohen Erwartungen auch erfüllen kann. Also mein eigenes Vermögen spielt keine Rolle. Da ist jemand, der für mich ist, der für uns ist. Und das macht uns widerstandsfähig, gleich was da kommt. Ob das die geplanten Sachen sind, ob da Dinge kommen, von denen wir noch vor einem Tag keine Ahnung gehabt haben, dass wir sie jemals erleben werden. Genau, und ich denke, da ist besonders wichtig, ist mir auch, wir haben so drei Punkte zu Beginn, was dann das Gutes bringt in unsere Ehe, wenn wir Gott da mit einladen. Und das erste ist, dass wir eine veränderte Perspektive haben. Also, ich weiß, dass ich angenommen bin, auch dann, wenn Marian mich das nicht spüren lässt. Oder sogar das Gegenteil spüren lässt. Aber ich weiß, da ist ein Gott, der hat mich gern, der liebt mich. Und das ermöglicht auch mir, dankbar zu sein. Und zwar auch die Dinge nicht als selbstverständlich anzuschauen, sondern schon bei kleinen Sachen dankbar zu sein gegenüber Gott. Und das ermöglicht Freude. Also diese Veränderung der Perspektive, das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt, wenn Gott mit mir ist und mit uns ist. Ganz danke. Ich merke auch, das hat damit zu tun, wenn ich mich angenommen fühle, wenn ich mich geliebt fühle, dankbar bin, dann hat das bedeutet das auch eine gewisse Freiheit. Ich fühle mich auch befreit und es ist nicht nur alles abhängig von Raul, ob er mich jetzt genügend liebt oder nicht. Also du sagst die Liebe von Gott. Ja. Weil es, ja, genau, ich finde das befreit, oder? Es verkantet sich nicht so und es ermöglicht mir auch einen Neubeginn, weil ich weiß, dass Jesus gestorben ist für mich und mir das ermöglicht, immer wieder zu vergeben, habe ich auch die Möglichkeit, neu zu beginnen. Und das ist für mich so wichtig. Und das ist auch ein Stück Freiheit. Ich bin da nicht festgelegt auf diesen Fehler, den ich begangen habe. Und ich merke auch, wir haben alle eine Geschichte, Raul hat seine Geschichte, ich habe meine Geschichte, wir haben Herzen, die verwundet sind. Und sowieso, wir kommen ja nicht durchs Leben ohne Verletzungen. Und da wirkt Gott heilend in mein Herz. Und das merke ich auch, dass das hilft und gehört mit dazu, dass ich mich verändern kann. Dass ich Stärken entwickeln kann. Und genau. Und das tönt jetzt so wahnsinnig gut, oder? Das ist so schön. Mega. Ja. Und wir sind frei. Heilen. Aber die Leute denken vielleicht, das sind alles bloß Leute, Gott. Ja, wie sieht dann der Alltag aus? Oder wirklich? Erzählt uns davon. Ja. Wie sieht bei euch der Alltag aus? Ja. Also, wir haben uns gedacht, wir sind ja 30 Jahre verheiratet, wie wir gesagt haben. Und es ist uns ähnlich gegangen wie euch, oder? Wir wollten auch Gott mit einbeziehen in unsere Ehe von Anfang an. Und wir haben uns gedacht, ja, zweimal die Woche so stille Zeit mit Bibellesen, Gebet und gemeinsames Singen, das überfordert uns nicht so zweimal, das geht so, oder? Genau. Genau, dann eine weitere Idee war, als dann die Kinder kommen, ganz wichtig, dass wir nach der Kirche, nach dem Gottesdienst noch als Familie feiern. So, die Idee war damals dahinter eine sehr gute Idee, da stehe ich heute noch dazu, dass wir als Eltern die geistliche Leitung behalten, gegenüber den Kindern und das nicht der Gemeinde oder der Kirche abgeben. Genau. Und da sind wir kolossal gescheitert. Weil wir haben gemerkt, also diese Zeit zu zweit, das Bibellesen, das ging ja noch, aber das gemeinsam beten oder das gemeinsam singen. Raul hat dann Gitarre gespielt und ich, für mich ist Anbetung
Es muss Atmosphäre haben und Raul suchte da die Griffe und fand sie nicht und es war holprig. Und am Schluss hatten wir mehr Streit und Konflikt, als dass es uns zusammengeführt hat. Kann ich mir gerade vorstellen. Ja, genau. Ja. Und ich war so enttäuscht, ich dachte, es muss doch nicht immer derjenige Gitarre spielen, der es am besten kann. Ja. Die Gelegenheit, im kleinen Raum mich da zu entwickeln. Genau, bei den Familienfeiern war es ganz ähnlich. Mhm. Also wir haben, das hat uns komplett überfordert. Wir haben gemerkt, die 6 Jahre Altersunterschied, das ist eine unglaublich große Spannung. Bei den Kindern. Die einen sind unterfordert, die anderen überfordert. Und das war wie ein Flohzirkus, den es zusammenzuhalten ging. Und dann auch die, immer wieder kommt eine neue Phase. Und es war der totale Stress. Wir haben einfach damit aufgehört. Es war für eine Zeit beerdigt, das Thema. Also wir waren dann enttäuscht. Wir waren verletzt, weil wir auch gestritten haben. Oder wir, und die Folge war dann, dass wir uns zurückgezogen haben, oder? Also wir haben dann verdrängt, das war kein Thema mehr. Wir hatten dann jahrelang, war das Thema so gemeinsam mit Gott, war nicht mehr da, war nicht mehr aktuell. Und was gut war, war, dass Raul mit Gott unterwegs war und ich mit Gott. Wir hatten unsere Beziehung, oder? Und das hat dann auch verbunden, aber praktisch nicht. Praktisch konnten wir das dann nicht. Oder? Unsere Persönlichkeit hat sich aber trotzdem entwickelt und das finde ich so ermutigend. Oder wir haben uns eigenständig entwickelt. Wir kennen einander besser, du mich, ich dich. Wir haben Stärken entwickelt und wir haben gemerkt, dass es gut ist, wenn manchmal Raul die Initiative ergreift oder mal ich die Initiative, dass wir das gar nicht so geplant machen müssen. Also wenn du Initiative ergreifst, meinst du jetzt die geistliche Initiative oder generell? Ja, wir kommen dann noch die geistliche Initiative, weil wir das dann viel natürlicher in den Alltag einbauen konnten. Oder? Und wir wurden auch wie sensibler für so die Not, also wo ist die Einsamkeit bei Familienmitgliedern, wo ist Misstrauen, wo sind Ängste da von den Kindern oder voneinander, wo ist Scham im Spiel. Also wir haben trotzdem Gemeinsamkeiten entwickelt. Vielleicht kannst du das Beispiel erzählen, wie das dann praktisch ausgesehen hat. Das ist eigentlich schon eine große Gnade, wie wir zusammengewachsen sind in dem Thema, obwohl wir das eigentlich verdrängt haben. Also Gott ist trotzdem mit uns einen Weg gegangen. Und es gab eine so Situation, die uns das zeigt. Unsere Tochter, die älteste Tochter, war im Wald, in der Waldschule. Da war eine 3. Klasse oder 4. Klasse und eine 6. Klasse. Und zum Schluss, die Jungs der 6. Klasse, die haben eine Hütte aus Holz gebaut. Und die 3 Mädels, unsere Tochter war mit dabei, oder? Die haben das Abenteuer gesucht und sind auf dem Heimweg an der Hütte vorbeigekommen und haben sie kaputt gemacht. Und dann, Marianne hat das sofort gespürt, dass irgendwas nicht stimmt, dass sie zu Hause zur Tür reinbekam. Und sie hat die Geschichte erzählt. Und dann war es vorerst gut. Und am Abend wollte ich ihr eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen. Und ich habe gemerkt, sie ist gar nicht bei der Sache. Und sie hat mir erzählt, dass sie Angst hat vor dem nächsten Tag. Den Jungs im 2. Tag Waldschule, denen wieder zu begegnen. Und es war das schlechte Gewissen und die Angst, die sie geplagt hat. Und dann konnte ich ihr erzählen, wie ich mit Situationen umgehe. In meinem Leben, in meinem Erwachsenenleben, wenn mich ein schlechtes Gewissen plagt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, wie ich mit meinen Ängsten umgebe. Und wir sind miteinander zu Jesus gegangen. Und haben das Jesus von ihrer Angst, hat sie Jesus geschildert und sie hat um Vergebung gebeten. Und am nächsten Tag waren wir als Eltern extrem gespannt. Wie kommt die nach Hause? Und sie war überglücklich. Sie war überglücklich. Was war geschehen? Die ging in die Schule, schnurstracks auf die Jungs zu und hat ihnen gesagt, hey, wir haben gestern eine dumme Sache gemacht. Oder ich habe gestern eine dumme Sache gemacht. Ich habe eure Waldhütte zerstört.
Und die Reaktion der Jungs, die war, ah, das macht doch nichts, dann bauen wir heute noch eine viel schönere Kirche auf. Und die Entlastung war riesig. So hat sie Gott ganz direkt erlebt und wir durften sie anleiten. Das war ein Riesengeschenk für uns. Nachdem wir so schlecht gestartet sind. In unseren Augen schlecht, oder? Ja. So, so ein schönes Beispiel, das ist so relevant, dass das ist alltäglich. Ich kann mich so, wie sagt man denn? Einfühlen. Genau, ich kann mich so einfühlen in solche Situationen, das ist so schön. Dass man merkt, vielleicht hat man eben in einer Vorstellung gescheitert oder lebt man vielleicht nicht so, wie man das geplant hat, aber trotzdem spielt Gott eine wichtige Rolle und hilft im Alltag. Genau, und dass man das nicht aus den Augen verliert. Nicht entmutigt wird, weil etwas, was man sich vornimmt, nicht gerade so passiert. Genau. Das Scheitern in einem Ding, ich habe das auch gedacht mit all den vielen Impulsen, die ich erhalten habe in den Marriage-Chats, oder? Was machen wir damit? Einige können wir eins zu eins umsetzen und in anderen, da dauert es vielleicht und wir haben dann zuerst das Gefühl, jetzt sind wir gescheitert. Aber gerade das Scheitern ist manchmal so wichtig, oder? Wir werden auf uns selber zurückgeworfen. Dann zu merken, dass wir da vielleicht einsam sind, dass wir nicht alleine bleiben sollten, ins Gespräch gehen mit einer Person oder mit Gott. Dass wir lernen, mit den Enttäuschungen umzugehen, die das Leben so bringt. Und neue Hoffnung gewinnen, das hat viel mit Glauben zu tun, dass Gott präsent ist, dass er andere Möglichkeiten hat über unsere Sorgen hinaus. Das scheint mir ganz zentral. Das ist mir wichtig geworden. Auch in unserer Ehe. Ja, und wir haben ja vom Scheitern gesprochen und das gehört auch, die Konflikte gehören ja auch dazu. Oder? Also ich hatte andere Vorstellungen als Raul. Meine Erwartungen waren andere Erwartungen als seine. Und dann wächst der Druck, oder? Und das gibt so ein Ungleichgewicht. Man ist nicht mehr auf Augenhöhe. Und da habe ich auch gemerkt, wenn wir Streit hatten, Raul und ich bin diejenige, die länger schmollt, also die länger braucht, bis sie wieder runterkommt. Und früher bin ich auch rausgegangen, bin laufen gegangen und war wütend. Und ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich wütend sein darf, wenn ich auch enttäuscht sein darf, oder? Und dann kommt aber die veränderte Perspektive dann zu merken, aha, aber dieser Jesus ist ja auch für Raul gestorben, obwohl er mich jetzt gerade mega nervt, oder? Also dann kommt diese Aber das ist wahr, so ist es eben. Ja. Das war so schwierig für mich, um auszuhalten. Kennst du das auch? Ja, da muss man einfach die Spannung auszuhalten und nichts tun können. Oder? Weil alles, was ich versuche, sie zu locken wieder aus ihrem Schneckenhaus, das ist die Katze. Ja, und du bist viel schneller bereit, wieder Entschuldigung zu sagen. Oder Raul ist viel schneller. Und das Warten dann, aber das war wieder, ich habe das auch erwähnt, oder? Dieses, es führt zusammen, obwohl jeder für sich mit Gott unterwegs ist. Also ich weiß, Raul wartet und ich darf auch meine Zeit brauchen. Und ich habe jetzt auch gelernt, etwas schneller wieder versöhnt zu sein. Also das war ja dann auch der Prozess, oder? Und das ist das, was wieder hilft, diese Grundlage dann, was wo verbindet. Und ein Punkt, der, wie ich noch erwähnen möchte, ist so, dass ich mache nicht alles nur um Raus willen. Oder weil Raul mich toll finden muss, weil Raul ich ihn lieben muss, sondern von dem Epheser heißt es ja um Jesu willen. Und das ist dann wie diese Perspektive auch wieder. Es hat auch einen anderen und dessen Willen ich es mache, auch wenn mich Raul nervt. Oder? Das ist ganz, ganz gut, Marianne. Mhm. Ja. Ganz stark. Mhm. Sonst kommst du ja, denkst du, ja, ich bin immer das, ich mache alles ihm zuliebe, alles wegen ihm und was ist ich und so. Ja, eine Opfermentalität oder ich komme zur Kurzmentalität oder. Ja. Ja, genau. Ja, ich kenne diese Momente auch, da bin ich nicht bereit, etwas für Marian zu tun, oder? Mhm. Aber Gott hat schon so viel für mich getan. Und dann, also,
das hat damit zu tun, was gewinnen wir, wenn wir Gott in unsere Ehe mit einbeziehen, wenn wir unsere, auch als Einzelperson einbeziehen. Und wir erleben, dass wir gestärkt werden. Als einzelne Personen werden wir gestärkt. Wir werden unabhängiger voneinander im Sinn, dass wir auch, wenn es dem einen schlecht geht, dann können wir, also gerade wenn es gilt, eine Spannung, eine schlechte Laune auszuhalten, dann kann ich in dieser Stimmung bleiben, in der ich bin. Hoffentlich geht es mir dann nicht so schlecht, oder? Ich darf eigenständig bleiben und unabhängig davon, wie es Marian gerade geht. Und dann haben wir einen gemeinsamen Bezugspunkt. Aber, und das ist unser Vater im Himmel, Gott, der steht wie über unserer Ehe und führt uns auch wieder zusammen. Er sagt Ja zu Marian, er sagt Ja zu mir und er sagt Ja zu unserer Ehe, auch wenn wir das phasenweise so nicht erkennen können. Aber wir wissen das. Wir spüren es vielleicht nicht, aber wir wissen es, es ist so. Jetzt, ich sehe auch Gefahren, wenn Gott mit uns ist in unserer Ehe. Also, es gibt da ganz, das bist du vielleicht erstaunt, dass ich das so sage, aber go for it. Es gibt mir ganz neue Waffen in die Hand im Kampf gegen Marian. Also ich habe das erlebt, dass ich Marian gesagt habe, hey Marian, du weißt doch, wie Vergebung geht. Und in dem Moment habe ich gesagt, was hast du da gemacht? Ich brauche das als Waffe, um meine Meinung durchzusetzen, um zum Ziel zu kommen, gegen den Willen von Marian. Und das ist so verheerend, oder? Das zerstört so viel. Das ist genau, ich würde das als geistlichen Missbrauch bezeichnen. Und woran können wir das erkennen? Das ist ja eine wichtige Frage. Also wann erkennen wir, was Gott Gutes bringt in uns und wo wir Gott missbrauchen für unsere eigenen Zwecke? Eigentlich gegen Gott. Wir missbrauchen seinen Namen und sein mit uns sein. Ich denke, das ist, wenn es nicht in die Freiheit führt, wenn es nicht in Beziehung führt. Es muss, Freiwilligkeit ist wichtig, es muss Liebe daraus wachsen und es soll Frieden bringen in unsere Familie, in unsere Ehebeziehung. Das sind so die Merkmale dann. Aber ich merke schon, ich bin auch heute nicht davon gefeit, Gott als Waffe gegen für meine Zwecke zu missbrauchen. Und da ist die Frage, wie sieht Gott diese Situation? Also, dass ich mich selber an Gott wende im Gebet und auch nicht nur spreche, sondern auch Fragen stelle an Gott und auf Antworten warte, da gehört die Frage dazu, wie sieht Gott meine Situation, wenn ich in der Gefahr bin, Marian zu bekämpfen, um mich durchzusetzen. Und dann, ja, das Lernen von Gott her zu denken und mit seinen Möglichkeiten zu rechnen, das ist mir wichtig geworden. Bei mir zeigt sich, das habe ich gelernt, in der Art und Weise, wie ich denke oder wie ich spreche. Also beispielsweise, wenn ich dann so in mein Verfangen bin, in meinen eigenen Gedanken, dann sieht so ein Satz so aus, dass ich sage, ja, ich bin immer der Arme, oder? Immer muss ich noch am Schluss alles aufräumen. Weshalb müssen die anderen nicht? Also diese Superlative, diese Verallgemeinerung und das Ich, das beherrscht dann meine Wortwahl. Es gibt aber auch eine andere Variante, oder? Da bin ich jetzt der Arme, oder? Der arme Raul, der von Minderwert geplagt, nicht verstanden. Es gibt auch den stolzen Raul, oder? Der sagt dann, weshalb bin ich eigentlich der Einzige, der noch Geduld hat, oder? Immer ich beherrsche die Sache und alle anderen verlieren die Kontrolle. Und das,
ich bin nicht auf Augenhöhe mit Mariam in diesem Moment. Ich bin einsam, ich isoliere mich selber und irgendwann spüre ich das und ich wende mich an Gott und er gibt mir eine neue Sicht und dann verändert sich auch die Sprache. Dann kommen auf einmal Fragen, ja, wie geht es eigentlich Mariam in dieser Situation? Und das ist dann die Basis, um das Gespräch Also, wir haben gelernt, in unseren Konflikten zuerst diesen Wechsel zu vollziehen im Gespräch mit Gott, dass wir wieder einander zugeneigt sind. Und das zeigt sich mir in meiner Sprache. Bin ich bereit, auf Mariam zuzugehen, zu hören, wie sie die Situation erlebt hat, was ihre Gedanken sind, und dann auf dieser Basis eine Lösung zu finden. Das begeistert uns, ja, wie Gott uns wohltut in dieser Art und Weise. Ja, und das, ja, wolltest du was sagen? Nein, ich finde einfach diesen Punkt extrem stark, weil ich merke, dass gerade wenn die Spannung da ist, also was wir auch erlebt haben, ist, also das sind eine gewisse verschiedene Wünsche von, wie wir Geistlichkeit zusammen leben, dann wird das nicht erfüllt, Enttäuschung kommt und dann kommt oft, kann dann eben dann das Manipulieren reinkommen. Oder? Und du möchtest, wenn ich, also ich merke es immer, eigentlich immer, wenn ich die Geistlichkeit sage, aber du solltest doch aus Christi Willen, quasi als guter Christ, als das solltest, das solltest du, das ist eigentlich Gift. Ja. Mhm. Weil das erstens es ist überhaupt nicht göttlich. Das habe ich immer. Es ist, und zweitens, das Resultat ist nicht, was ich mir auch möchte. Es ist immer das Gegenteil. Ja. Oder? Ja, ja. Und darum ist es so gut, das zu hören, auch eure Beispiel, dass es nimmt Druck weg. Wir müssen nicht genau so das Ideale leben, geistliche Familienstruktur leben, aber eigentlich wir müssen einfach Gott selber suchen und Gott individuell erleben und das in unserer Alltag Anbeziehung. Und so erleben wir Gott in der Ehe, in der Family auf eine ganz natürliche Art und Weise und auch auf eine individuelle Art und Weise. Und dann kommen wir zusammen. Ich finde das so schön, eben das ist so ein wichtiger Punkt, was ihr jetzt erzählt habt. Wir sind also eben das Dreieck, das hast du immer gesagt, Raul oder Marian, oder? Und je nachdem ist da die Gottesbeziehung, gemeinsam leben, nicht das Stärkste. Aber wenn beide ihre individuelle Gottesbeziehung leben, sind sie trotzdem vereint in Jesus und kommen näher zueinander. Also, oder sie kommen, sie führen zusammen. Nur schon das ist krass. Und ich habe eben oft gesagt, wenn wir Diskussionen gehabt haben, look, the bottom line ist, lass uns beide Jesus suchen. Mhm. Gell? Mhm. Aber ich denke, es ist für viele Leute ganz wichtig, so etwas zu hören, weil das oft, wir haben einen riesen Druck. Mega. Und das haben wir auch persönlich erlebt, unsere Vorstellungen füreinander als Ehe, das hat so viel Druck mitgebracht. Und das einfach genau das zu hören, hey, das ist okay, wir müssen nicht das oder das machen, wir können einfach individuell Gott suchen und solange, dass wir, genau was ihr gesagt habt, dass wir wissen, wer wir sind, das ist so die Basis, wir wissen, wir sind geliebt, wir wissen, das ist die Basis, dass wir können zusammen wieder kommen und uns überhaupt, also einander auf eine gesunde Art und Weise erleben. Ja, ich finde es super, wie das gesagt habt, die Perspektive, die ihr euch gibt, die Identität, die ihr euch gibt, die Liebe, die ihr euch gibt und das hilft einfach, ihre Beziehung zu stärken. Mhm. Ich merke einfach, wenn ich merke, hey, ja, das stimmt, Gott, er hat die Ehe erfunden, er ist der Erfinder der Beziehung, ich möchte das gar nicht, ich möchte das nicht missen, diese Kraft. Jetzt aber eine Frage, vielleicht Leute, die zuschauen, die sagen, ja, schön und gut, aber was ist, wenn mein Ehepartner gar nicht an Gott glaubt oder in Jesus glaubt oder die Beziehung vielleicht einfach mal weit weg glaubt, aber keine persönliche Beziehung lebt? Wie können wir das machen? Oder er glaubt an Gott, aber ich befürchte, dass er sich davon wegentwickelt, oder? Dass sein Glaube verloren wird, oder? Dass es vielleicht noch spielbar kann. Was würdet ihr da sagen? Wie spielt dieses Thema rein? Mhm.
Ja, also die ganz große Gefahr ist, dass wenn ich jetzt befürchten würde, dass Marian ihren Glauben verliert oder nicht mehr den richtigen Glauben hat, oder? Genau. Auf ein Fehlgleise kommt, dann bin ich in der Versuchung, Druck auszuüben auf sie. Also sie mit meinen Erwartungen, das nicht offen, sondern ich habe eine Erwartung an sie, vielleicht auch, eben wenn der Partner gar nicht glaubt, und ich mache Schritte, dass ich dann die Erwartung habe, entwickelt, dass der andere doch auch Schritte machen kann. Und das äußert sich häufig als Druck gegenüber dem Partner. Also der empfindet, der spürt das sehr genau. Und das scheint mir die große Herausforderung, weil das ist sehr prägend. Und was geschieht also, dann? Wie kann man das verhindern, oder? Das ist die Frage. Also es ist halt auch wieder eine wie ist man gestrickt, oder? Aber ich merke auch, das fasziniert mich auch im Ganzen, das Unterschwellige, also wenn ich meinen Job mache oder ich bereit bin, Druck abzubauen, nicht eben die Erwartungen, vielleicht ich kann zu Gott beten um einen Wunsch, dass mein Partner gläubig ist, aber ob es wird, weiß ich ja nicht. Aber wenn ich den Druck abbaue und es ermögliche, Freiheit reinzubringen, dass mein Partner eben diese Freiheit spürt, auch wenn ich nicht darüber rede. Das merke ich, fasziniert mich, wie viele Sachen unbewusst beim Partner ankommen, auch nur weil ich meinen Job mache, oder? Und ja, es gibt kein Patentrezept. Ich würde sagen, wir sind wieder beim Stichwort Liebe. Ja. Sobald Druck im Spiel ist und Erwartungen, die der andere zu erfüllen hat, dann geht die Liebe flöten. Also da ist keine Liebe mehr. Also muss ich diesen Druck, der von mir ausgeht, muss ich zu Gott schicken, die Wünsche als Wunsch an Gott und den anderen ganz loslassen und sagen, du darfst dich entwickeln, ich bin für dich da, aber ich will dich nicht beeinflussen. Ich gebe das Gott ab, das ist seine Sache, wie er mit dir unterwegs ist. Ja, das ist sehr, sehr gut, sehr gut gesagt. Das Krasse ist ja, bei der persönlichen Gottesbeziehung, die Kraft Gottes in meinem Leben, kann ich erleben, ob mein Partner das so sieht oder nicht. Ja. Und wenn ich das wirklich erlebe, das kommt diese Kraft aus mir heraus, diese Liebe, von der du sprichst. Oder dieses Verständnis, diese Freiheit, diese Verständnis. Oder? Mhm. Ja. Stark. Ja, ich denke auch. Ja. Ja, in diesem Punkt haben wir auch einiges erlebt. Vor allem eben, dass wenn Druck im Spiel ist, dann hilft es überhaupt nicht. Und das haben wir auch im Bereich Zeit mit Gott. Oder wir sind so unterschiedlich. Für dich war am besten jeden Morgen mit mir eine stille Zeit machen, das heißt. Ja, ich bin ein bisschen eher der Morgenmensch. Ja, und ich überhaupt nicht, das überfordert mich total und ich möchte das nicht. Und früher war das auch bei uns so, ich habe einen Druck gespürt, ich muss so, und Dan war dann unzufrieden, weil er hat eine große Erwartung. Aber ich denke, für uns war das auch sehr wichtig, nicht nur, dass der Druck weg ist, aber auch eben Respekt füreinander, Verständnis und Geduld. Und der Partner auf gut kennenlernen. Also den über die Jahre, jetzt kennst du mich besser und du kennst, wie ich auch am besten Gott erleben. Und in diesem Bereich ermutigst du mich, oder? Ja. Oder wie haben wir. Ja, und ich merkte, nur weil du vielleicht die Gottesbeziehung nicht gleich auslebst wie ich, noch nicht im Level, sondern in der Art und Weise, ist es nicht, dass sie nicht diese praktiziert. Ja. und dem zu sagen, hey, nein, ich sehe die Beziehung, wie sie lebt, und dass, wenn ich das nur schon, das ermutigt dich und mich, also es hilft uns. Und dann, ich merke, ich muss oft auch wie Wege finden, ganz entspannt darüber zu reden. Genau, also uns hat es geholfen, zum Beispiel zwischendurch einfach sagen, ja, wenn ich vielleicht mal einen Bibelvers erzähle, heute habe ich das erlebt, habe ich das gelesen und das hat mich gefallen, ich erzähle ihr davon, ich sage nicht, lass uns so eine Bibel lesen, aber sie findet das cool und vielleicht sagt sie etwas dazu, vielleicht auch nichts,
Und mich hat zum Beispiel geholfen, wenn du sagst, willst du jetzt go laufen, eine Spazierung im Wald machen, weil du weißt, dass so fühle ich mich verbunden mit Gott, wenn ich laufe und wenn ich im Wald bin. Ja. Und das hilft mich zu wissen, okay, er kennt mich und ich fühle mich auch mit dir verbunden im Gott. Nur diese kleinen Sachen, aber das zeigt Verständnis, Respekt und dass es eine Befreiung ist. Nicht, es gibt keinen Druck, aber so es setzt frei. Mega. Ja. Mega, das ist Ein Gedanke dazu. Es gibt ja auch, dass der Druck kann, das habt ihr jetzt auch erwähnt, dass ich mir den selber mache, oder? Ich mache mir selber Druck. Und wenn ich dann an die Kinder denke, oder? Mein Wunsch, dass sie das auf eine gute Art erleben und jetzt erleben sie Druck zwischen uns, das ist ja nicht, dann sagen, irgendwann werden sie sagen, ja, das will ich nicht. Oder? Aber wenn das geprägt ist von Liebe, Verständnis, von Geduld und aufeinander warten, Hoffnung haben für den anderen und für sich selber, dann merken sie auch, das ist etwas, das kann man brauchen fürs Leben. Das ist eigentlich das, das viele Menschen nicht haben. Und wir haben das gesehen bei unseren Eltern. Wir wollen auch wissen, wie das geht. Lustig machen ist das. Lust darauf machen. Total. Mhm. Noch eine Frage, ihr macht so viele E-Coachings und wie erlebt ihr Gottes Kraft in diesen Gesprächen? Also wie hilft das euch oder den Ehepartner, ihr führt das Gespräch, aber wie hilft das den Ehepartners, die kommen für ein E-Coaching? Wie erlebt ihr das? Ja, also das Erste hilft es uns in der Vorbereitung. Also ich bin jemand, ich sehe jemanden und dann mache ich mir Gedanken darüber und interpretiere Sachen, die mir auffallen. Und da hilft mir der Glaube, das alles loszulassen. Weil wenn das zuvorderst steht, dann merken die Leute bald, da werde ich in eine Schublade gedrückt. Das bin nicht ich. Und es hilft mir und es hilft uns, dass wir ganz offen sind für das, was wir erleben mit ihnen zusammen. Das ist das eine. Und dann das andere ist, dass es hilft, das Paar von Beginn weg in eine Selbstständigkeit zu führen. Weil wenn wir sie bei Gott anbinden und sie auch dazu bereit sind, das ist eine wichtige Voraussetzung, dann haben sie die Ressource, was wir mit ihnen trainieren, immer auch selber mit Gott umzusetzen. Sie sind unabhängig von uns, von Beginn weg. Das hat sich sehr, sehr bewährt. Also was mich auch fasziniert, ist oft, als wenn ein Paar, sie kommen ja mehrmals und sie machen einen Weg miteinander, und oftmals, wenn wir ein Gespräch hatten und sie kommen zum nächsten Gespräch, dann hat Gott so unter dem Strich weitergewirkt und sie kommen zurück und haben Erkenntnisse oder haben Sachen erlebt. Also natürlich unterschiedlich, je nach Paar. Aber das ist dann so wie so schön, wenn wir da, wir können teilhaben an diesen Erlebnissen, oder? So. Ja. Und was wir auch gelernt haben, wenn beispielsweise dann Krisen, Ehekrisen im Gesprächszentrum stehen, dann einfach zu sehen, das sind häufig auch Glaubenskrisen. Also es wird, wenn ich eine Krise habe in der Beziehung, dann hinterfrage ich mich selber. Aber ich stelle mir auch die Frage, ist denn Gott nicht für uns? Dass jetzt das nicht klappt und es wird alles immer schwieriger. Gibt es einen Umkehrpunkt und die Probleme werden so vielfältig? Müssen wir alle gleichzeitig lösen können und so weiter. Und also das ist immer auch mit einer, oder häufig auch mit einer Glaubenskrise. Stark. Stark ist. Ja, das ist ein starkes Angebot. Ich denke, das kann so hilfreich sein, also so eine Begleitung zu erleben und das einfach zu hören, wie Gott wirkt. Und das ist so etwas Wunderbares. Ja, ich habe das persönlich, wir haben das so erlebt, wie Gott uns eigentlich immer wieder zusammengeführt hat. Ja. Er führt wirklich zusammen. Und ich glaube wirklich, dass
Darum, ich glaube, dass keine Ehe zum Scheitern verurteilt ist, wenn die Leute sich auftun und sagen, ich gebe Gott und dem Ehepartner nochmal eine Chance. Wenn das, also jede Krise ist die, eine Chance für die Zukunft. Ja. Ich glaube, erst wenn wir aufhören, selber zu machen, wird das schwierig. Aber sonst habe ich gemerkt, hey, das Gott kann aus dem Schlimmsten kann er wieder Heilung bringen. Ja. Dort, wo sich Leute auftun. Ja, aber es bedeutet auch Arbeit, oder? Ja, also wenn, mega. Wenn es dann wirklich schwierig ist und man bei sich selber nur sich verändern kann und den anderen nicht, das ist schon auch eine Spannung, die man aushalten muss. Und das Gespräch hilft schon zu sortieren und wieder einzuordnen und einen neuen Schritt wagen. Also eben, es ist nicht einfach, auch mit Gott nicht, aber es ist wirklich ein Fundament, eine Stärke. Ne? Hey, mega stark. Also ich bin auch sehr dankbar, haben wir Gespräche ohne Not begonnen. Also Marian und ich, wir sind ohne Not in Gesprächen. Das wollte ich gerade noch fragen. Weil irgendwann habe ich vor allem sehr viele Ohnmachtsgefühle erlebt, weil ich habe unser Problem klar benennen können und ich habe eine klare Strategie, ich hatte keine klare Strategie. Je mehr ich das Marian erklären wollte, wie man, was man jetzt machen muss, desto mehr hat sie blockiert und hat das nicht gesehen. Und ich habe wie meine Möglichkeiten sind wie entschwunden. Ich habe, und dann hatten wir schon ein Paar, zu dem wir Vertrauen hatten, in dieser schwierigen Herausforderung. Da konnten wir zu dem gleichen Paar gehen, bei dem wir schon waren. Sie haben uns geholfen, indem sie uns zugehört haben. Und, ich glaube, sie mussten gar nicht so viel tun. Aber das heißt, dass in die Ehecoaching, also so ein Angebot wie Ehecoaching, ist nicht nur für, wenn die Ehe gerade in der Krise ist, aber eigentlich, das ist ein super Unterstützungs- auch einfach, wenn wir wollen, gewisse Themen anzuschauen oder wenn wir wollen wachsen in der Ehe oder eben wenn wir so ein Problem, wo eben nichts so intensiv ist, aber einfach etwas dort, wo wir Spannungen haben, das hilft, so ein Ehe-Coaching anzufangen. Oder? Das wäre unser Wunsch eigentlich, dass es normal wird, darüber zu sprechen. Ja, ich liebe das zu kultivieren, hey. Stark. Hey, danke vielmals, Marion und Raul, für eure Zeit, eure Offenheit, euer Dienst an so vielen Menschen. Ja. Wirklich. Ja. Und jetzt auch praktisch durch diesen Mail-Chat schätzen wir mega fest. Und ich würde es mega schön finden, wenn ihr jetzt einfach für die Ehepaar oder für jede Person, die zuschaut, einfach jetzt beten könnt. Das ist auch da, dass sie die Kraft Gottes erleben dürfen. Gerne, ja. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein so guter Begleiter bist für uns als Personen, aber auch für unsere Ehe. Und ich danke dir, dass du auch derjenige bist, der ihnen die Brücken schlägt, der hilft, wieder aufeinander zuzufinden. Und ja, ich bete jetzt in deinem Namen, Jesus, dass du die Ehen stärkst, dass du die zuhören, stärkst und Möglichkeiten und Wege aufzeigst in ihrer Situation, wie sie aufeinander zugehen können, wie sie mit dir ins Gespräch kommen können, Jesus. Manchmal ist das nicht so einfach, aber ich weiß, dass du es schaffen kannst, die Herzen berühren kannst und dass es einfacher wird. Und Vater, du weißt, wie schnell, dass ich nicht mehr den Überblick habe. Ich spüre dann mein verwundertes Herz oder das harte Herz. Und du kennst mich, du kennst mein Herz und du kennst das Herz von jedem Zuschauer, der da ist. Und weißt, was ihn beschäftigt. Und ich danke dir, dass ich dann das einfach, was du ja eigentlich ohnehin schon weißt, dir gestehen kann, ehrlich sein kann dir gegenüber, und dass das schon so wohl tut. Und ich bitte dich, dass wir das weiterhin erleben dürfen, wie du groß wirst in unserem Leben und uns weiterführst. Komme, was wolle. Amen. Amen.
Amen. Hey, danke vielmals. Danke vielmals, Raul und Marianne. Okay. Danke euch. Mach's gut, hey. Mach's gut. Bis bald. Ja, danke schön. Das war's, hey. Das war's, genau. So stark, hey, so stark. Mhm. So viele praktische Tipps und ich hoffe, ihr konntet wirklich etwas davon profitieren. Mhm. Und ich möchten wir einfach abschließen mit dem. Mhm. Vielleicht, wenn das dein erster Marriage-Chat ist, dann schau mal noch die anderen Marriage-Chat-Folgen an. Die findest du alle auf YouTube. Und du kannst uns weiterhin Fragen stellen, entweder eine E-Mail an mich, das siehst du unter dem Kommentar, oder du siehst, gehst auf ice.ch/ehe mhm. und dort siehst du alle Angebote und ein spezielles Angebot siehst du dort noch. Genau, ja, das müssen wir jetzt noch sagen. Ehekurs, das machen wir auch im ICF Zürich, das bieten wir richtig, an. Richtig. Im September. 1. Ja. September, also im Herbst machen wir einen 5 Wochen lang Ehekurs. Für Leute im im Umfeld von Zürich halt eben einfach. Genau, und das ist wirklich ein geniales Kurs. Wir haben verschiedene Themen, wir gehen durch verschiedene Themen mit einem super Ressource. Die Pärle sprechen zusammen, wir haben Inputs. Und es ist eigentlich kein Date Night. Also das findet nur ein Zweiergespräch statt. Also als Paar, man sitzt auf einem Tisch und man hat ein schönes Date Night zusammen. Gutes Essen, Wein. Genau. Wein sogar. 5 Wochen lang über 5 spannende Themen. Genau. Und alle Informationen findest du online und das ist sicher etwas, was ich vielen Leuten empfehlen kann. Ja. Das tut einfach gut. Genau. Ja. Gell, das ist so investieren. Ja, ja, man wächst einfach, man entwickelt. Also. Man investiert in so vieles, in Weiterbildung, überall, wieso nicht in Ehe investieren? Genau. Und man hat dann 2 Stunden pro Woche bewusste Zeit mit dem Partner. Genau, also, einfach. Und dann spricht man über Themen, die vielleicht man sonst nicht gesprochen hat. Oder keine Zeit dafür hat, also ich denke. Da läuft der Partner nicht weg. Ja, genau. Und die Telefons, die müssen weg. Genau. Gell? Man muss, ja, genau. Spannend. Ja. Anyway, das ist es von uns. Genau. Ich hoffe, ihr wurdet inspiriert, du wurdest inspiriert und wir sehen uns vielleicht wieder mal bald, wenn wir dann wieder mal Marriage-Chat starten würden. Und bis dann sagen wir tschüss zusammen. Alles Gute. Ciao miteinander. Ciao, ciao.